Okay. Na, komm schon. Das ging schnell. Dann noch Ini. Ich weiß jetzt wirklich nicht mehr die Kombination, aber das bekommen wir schon noch raus. Das war's mit ihm. Wow. Seht euch das mal an. Okay. Na, komm schon. Dankeschön. Eine Truhe. Oh. Sehr schön. Speisen aus dem Orient. Silberkette haben wir noch. Basiliskenhaut. Naja, Kalle könnten wir mitnehmen. Habe ich da noch Platz? Ja. Anscheinend schon. Gut, Leute. Wir brauchen die richtige Kombination. Ja? Ja? Achso, ich habe keine Energie mehr gehabt. So, das war richtig. Entschuldigt. Ach, Hallöchen! Die Alp-Hexen, die Nackten. Schon länger her, glaube ich. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir sie das letzte Mal getroffen haben. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Was ist hier? Ein Schädel. Was machen wir jetzt hier? Schein des Wanderers. Zwergentruhe. Heiliger. Ja, also ich habe mir das etwas amüsanter vorgestellt, von nackten Frauen angegriffen zu werden, aber gut, man kann sich auch irren. Ja. Ganz ruhig. Komm schon, komm schon. Danke. Dann diese Schätzchen hier. Ja. Die lebt immer noch. Jawohl. Das sieht irgendwie alles falsch aus, aber gut. Oh ne, da ist schon wieder eine. Ja, die liegt da. Was war... Das sieht komisch aus. Komm schon. Und das war's mit dir. Wunderschön. Auch die Frisur, wie sie hier zu Bergen steht, wie man hier sieht. Ah ja. Gut, wir müssen zu dieser Truhe hier. Ich würde nochmal gerne etwas schnabulieren. Falls ich etwas zu essen habe, ja. Also, wir sind ja schon mal richtig. Hm, speichern. Okay. Was haben wir hier? Gruft? Hm. Sieht ja schon mal alles sehr interessant aus. Natürlich, wieder eine Erscheinung. Na, beeilen wir uns mal. Schon wieder so eine alte. Bäh. Okay, jetzt haben wir wieder einiges abbekommen hier. Das war's. Okay. Ich müsste wirklich wieder regenerieren. Was machen wir denn? Oh, Überreste. Todesstaub. Ja, ein Lagerfeuer wäre mir jetzt lieb. Dann könnten wir das Lagerfeuerlied singen. Überreste. Okay, wir müssen aber in diese Richtung hier. Auch wenn mir das nicht wirklich gefällt, habe ich echt nichts mehr zu essen. Käse. Okay, immerhin. Damit kann ich leben. Also, glaube ich. Ist zwar nicht empfehlenswert, sich dauerhaft von Käse zu ernähren, aber gut. So, hier. Hier ist die Truhe. Das wird gefährlich. Verdammt. Wäre auch zu einfach gewesen. Naja, war jetzt auch nicht besonders schwer. Gut. Kann ich. Was ist das denn? Zwei Funktionsfaser und Legierungsrezikulator. Alles klar.
Kann ich jetzt abhauen? Ja. Wir können zum Spiel zurückkehren. Ich freue mich. Ja, also einfach gehen. Yay. Gut, zweimal Feuer, einmal Luft müssen wir anwenden. Hier lang. Ach ja, diese friedliche Musik, muss man aber sagen, wirklich sehr idyllisch, wenn man sich das schon anhört. Wo war er? Hier. Na, das war ja schon mal falsch. Okay. Map, falsch, okay. Na, jetzt muss ich warten, bis sich meine Energie wieder zurückgesetzt hat. Wir brauchen nämlich das Igni-Zeichen. Noch mehr Überreste. Aber während ich mich hier umsehe, wird meine Ausdauer nicht regeneriert. Naja, Geralt sieht ja schon mal ganz fesch aus. Aber ich bin schon sehr auf die neue Rüstung gespannt. Und ich muss hier irgendwie Zeit totschlagen, bis ich wieder den Stein des Wanderers aktivieren kann. Dann können wir hoffentlich die Gruft verlassen und direkt zum Schmied. Hoffentlich. Dann ist natürlich wieder die Frage, wie lange der braucht, um die legendäre Rüstung herzustellen. Ja, und dann fehlt uns eigentlich auch nicht mehr allzu viel. Beziehungsweise dann haben wir ja nur noch zwei Missionen offen. So. Eins. Zwei. Und, ups. Drei. Alte Mine. Speichere hier nochmal. Auch sehr interessant. Also eine sehr interessante Art und Weise zu reisen. Hier lang nehme ich an. Okay. Und Höhlenausgang. Gut. Das haben wir doch eigentlich ganz souverän gemeistert. Dafür, dass ich etwas länger bei der Prinzessin gebraucht habe. So, Straße. Gut. Ja, dann schnurstracks machen wir uns auf den Weg. Denn ich würde sehr gerne die Rüstung herstellen lassen. Freue ich mich. Hier entlang. Ich werde wieder von Gegnern verfolgt, aber das ist ja nichts Neues. Komme ich hier vorbei, ja. Ausnahmsweise mal. Okay. Hier lang. Etwas verwirrender Weg. Ich gucke hier gerade oben rechts auf die Karte. Ah ja. Ach, okay, hier kommt man direkt zu Alt-Visima. Dann mal los. Die Ladezeiten haben sich auch wirklich verlängert mit der Zeit. Passiert ja nicht selten bei Spielen. Hallo? Ah, Hauptmann. Es ist eine Weile her, Hexer. Es heißt, die Prinzessin soll ein hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt haben. Ich bin erleichtert, dass ihr es euch nicht geholt habt. Hätte ich gewusst, wo ich suchen muss? Wer weiß. Man muss schließlich leben. Ich weiß. Das ist ein alter Hut. Aber ich bin sicher, dass ich noch eine Chance bekomme. Das reicht jetzt. Ich bin geschäftlich hier. Ja? Ja. Habt ihr viel Arbeit? Könnte man sagen. Aber etwas fehlt. Ich habe vermutlich mehr Elfen und Salamandra getötet, als ihr Hühner gegessen habt. Ich fürchte, ich bin leicht gelangweilt. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Eine Herausforderung. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Also. Ich mache mich jetzt erstmal auf zum Schmied. Boah. Seht euch das mal an. Wann hat das alles nur ein Sterbe für die Freiheit. Wie hier die ganzen verletzten Squirtle die Straße pflastern. Heilige. Mein Lebenswerk verbrennt. Oh Mann. Irgendwie traurig. Also ja, ziemlich traurig. Hütte, die gerade brennt. Ah ja, toll. Gute Idee. Ah!
Okay, Entschuldigung. Das musste sein. Ich glaube, wir gehen mal besser. Alt wie Sima. Na schön. Achso, die Schmiede. Die ist hier. Wie ich immer noch brenne. Ja, kann man ja mal machen. Zu essen? Ach, keine Ahnung. Wie kann ich euch helfen? Ich habe alle Komponenten. Wundervoll. Dann schließen wir mal den Rezirkulator an. Wann soll ich zurückkommen? Ich arbeite die Nacht durch. Kommt morgen wieder. Alles klar. Es wurde mir irgendetwas mit dem Schlafmodus angezeigt. Ich würde ja ein Lagerfeuer aufsuchen. Muss mit dem Spiel später wieder aufsuchen, um die fertige Rüstung abzuholen. Ah ja, zum alten Herrenhaus müssen wir noch. Hoch. Achso. Ich drücke hier mal die falschen Tasten. Was ist denn los mit mir heute? Elfen und Menschen. Wir lernen nie aus unseren Fehlern. Ja, leider. Oh Mann. Junge Elfen. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich habe hier kein Lagerfeuer. Hier, Tor zum Deich. Wir sehen mal kurz nach. Wir haben ja etwas Zeit. Abgeschlossen. Yay. Mann, das ist echt ärgerlich. Eben wurde irgendwas mit Schlafmodus angezeigt. Vielleicht sollte ich auch nur darauf aufmerksam gemacht werden, dass ich, naja, schlafen kann. Können wir hier irgendwo rasten? Wie viel Blut muss noch vergossen werden? Oh, Shani. Sie haben das Krankenhaus angegriffen. Müßiggang macht ja, die Schweine. Ich flicke die Opfer der Ambitionen und Wahnvorstellungen anderer zusammen. Seht nur das Übel, das diese herrschenden Narren anrichten. Ach Mann, dieser unnötige Krieg. Na gut, ich meine, alle Kriege sind gewissermaßen unnötig. So, erstmal klauen. Tut mir einen Gefallen. Erschlagt ein paar Handlanger des Ordens. Ja, keine Sorge. Ich weiß gerade echt nicht, wo ich rasten soll. Ist mal voller Ernst. Ich kann ja hier mit niemandem reden. Nein, ich kann ja auch nicht raus, okay. Ja, dann gehen wir mal. Also eigentlich... Vielleicht unterbreche ich auch einfach mal ganz kurz die Aufnahme. Würde sich jetzt eigentlich anbieten. Weil ich jetzt schon wieder 2 Stunden am Aufnehmen bin. Das ist immer ganz gut, wenn ich mal kurz die Aufnahme zwischendurch unterbreche. Aber dann direkt wieder gleich weitermache. Gibt es hier noch irgendetwas? Ich glaube, hier werden wir auch nicht fündig. Aha, eine Tür. Okay, Hütte. Die Lepra lässt mein Fleisch verfaulen. Ja, das ist doch schön. Hier werde ich sterben. Ein Hexer. Das hat uns noch gefehlt. Ja, toll, danke. Okay. Ja, ich würde sagen, ich unterbreche einfach kurz und dann machen wir gleich weiter. Also gut, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich jetzt am besten vorgehen sollte. Ich kann ja einfach dieses Gebiet hier verlassen und wir suchen ein anderes Lagerfeuer. Ich weiß einfach nicht, wo ich hier ein Lagerfeuer finden sollte. Oh, da kommen wir aber nicht lang. Kann ich... Ich muss wahrscheinlich hier drüben lang gehen. Ah ja. Hier lang? Friedhof zum Sumpf. Okay. Dann suche ich noch ein Lagerfeuer hier. Oh, ich habe keine Ahnung, ob wir... Wir finden wahrscheinlich auch hier in Alt-Visima noch irgendwo ein Lagerfeuer. Aber ich weiß nicht wo. Von dem her.
Ja, hier vorne sind direkt welche. Okay. Wir hätten den Konflikt mit Ada auch ohne Schwert lösen können, irgendwie. Aber wie gesagt, ich weiß nicht wie und wir haben es jetzt eben im Kampf gelöst. Und so ist das nun mal. Na toll. Gut, hier vorne haben wir noch ein Lagerfeuer. Wie gesagt, wir hätten sie vom Fluch befreien können irgendwie, aber es sollte wohl nicht sein. Also in meinem Spielverlauf eben. Ich meine, es gibt ja mehrere Arten, dieses Spiel hier eben zu beenden. Es regnet und es schüttet. So, wir haben gerade 16 Uhr. Machen wir einfach mal... Ja, 10 Stunden... Machen wir mal 20 Stunden. So. Einmal ordentlich meditieren, bitte. Haltet ihn auf! Okay. Ich hätte mir eigentlich direkt wieder Tränke machen können. Ich... Schlaukopf. Okay. Absurd Raffatz des Weißen. Pindekraut. Braunöl. Okay, Frauentränen, Furchtbringerblick. Gehört ein Bronzetalent. Geisteröl. Verwundete Gegner. Höhlenhundseele. Maribowald erhöht die maximale Ausdauer deutlich. Schneesturm. Verbessert die Reflexe um die Reaktionszeit. Schwalbe. Striegendrang, Muttergener Trank, gewährt ein Silber und ein Bronzetalent. Ist doch ganz nett. So, Schwalbe machen wir uns auch. Okay. Geisteröl. Vergiftet verwundete Gegner. Das sollte doch nicht schlecht sein. Dann habe ich noch ein paar Tränke auf Tasche. Endlich mal. Und tschüss, Freunde. Ich hole mal meine Rüstung. So. Okay. Ja, jetzt müsste ich ihn eigentlich aufsuchen können. Es sind ja einige Stunden vergangen. Und da bin ich mal gespannt, wie sehr sich die neue Rüstung auswirkt. Ich meine, wir müssen sie ja holen. Wahrscheinlich. Sie ist ja Teil der primären Missionen hier. Also früher oder später hätten wir sie wahrscheinlich holen müssen. Hier lang. Ja. Okay. Auf geht's Richtung Alt-Visima. Ja. Lade. Okay. Und hier brennt einfach alles. Diese Vermaledeiten. Tja. Unser Ende rückt näher. Ja, wir werden sehen. Wann hat das alles nur ein Ende? Ich hoffe bald. Okay. Der Schmied, der wahrscheinlich wieder oben ist, will ich mal hoffen. Da haben wir ihn ja. Wie kann ich euch helfen? Na, wie wohl? Ist die Rüstung bereit? Ja. Sie wird euch gute Dienste leisten. Danke. Habt Dank für die vielen Anderlinge, die ihr gerettet habt. Na, schön. Lebt wohl. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Ja, so viel dazu. So, nietenbesetzte Lederjacke. Und jetzt haben wir unsere... Rabes Rüstung der Elfen. Rüstung plus 7%, Ausdauer plus 25%, Vitalitäts- und Ausdauerregeneration plus 5%. Also ich nehme mal an, die sollte helfen. Okay, ich würde aber gerne die andere noch mitnehmen. Jetzt nur die Frage, was ich dafür rausschmeiße.
Und wie viel muss ich dafür rausschmeißen? Aha. Mein Inventar ist voll. Chemiepulver. Huch. Oh, das sah eben merkwürdig aus. Feuerstein. Wie kann ich das nur mitnehmen? Schwalbe. Huch, hier ist noch ein Feuerstein. Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir alles... Ich kann ihn ernsthaft nicht mitnehmen. Okay, Inventar ist voll. Oder ich kann die jetzt wirklich nicht mitnehmen, weil wir eben schon eine Rüstung tragen. Ich will hier auch nicht alles rausschmeißen. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die zu behalten? Oder muss ich die jetzt einfach hier lassen? Nö. Schade. Also, keine Ahnung. Vielleicht könnten wir die mitnehmen, wenn ich weniger im Inventar hätte, aber... Daraus wird wohl nichts. Gut, also wir haben die legendäre Rüstung. Das heißt, wir haben jetzt noch Süße Rache und Ihre Majestät offen. Also müssen wir uns jetzt um die Süße Rache kümmern. Mit unserer neuen Rüstung. Ja, und nach der Süßen Rache nehme ich an, dass wir vielleicht nochmal mit dem König sprechen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, wir haben ja jetzt seine Tochter getötet im Endeffekt. Weil mir jetzt keine andere Möglichkeit bewusst war. Es kann schon sein, dass wir noch eine andere Möglichkeit offen hatten, aber so ist es nun mal eben gekommen. Laden. Okay. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo genau ich hin muss. Ach, ganz hier hinten. Okay. Zum alten Herrenhaus. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Mit der neuen Rüstung am Start. Die uns zumindest etwas weiterhelfen sollte. Das will ich zumindest schwer hoffen. Für den ganzen Aufwand. Mich hätten aber mal die Eigenschaften der anderen Rüstung interessiert. Die habe ich nicht wirklich beachtet. Okay, hier lang. Dann sehen wir mal zum Herrenhaus. Aber ich glaube, sie hat sich schon auf unsere Magie positiv auf jeden Fall ausgewirkt. Es wäre hier hinten. Auf der Seite. Hier. Ah ja, okay. Dann machen wir uns auf. Altes Herrenhaus. Und hier findet dann die nächste Mission statt. Ah, hallo. Männer. Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter, im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Hexer, schließt euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Mit mir! Roderick de Wett, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wett? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden.
Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Nein, das seid ihr, Mutant. Ich bot euch die Möglichkeit, Macht zu kosten. Ihr habt euch dagegen entschieden. Also werdet ihr wie ein Hund sterben. Das bleibt abzuwarten. Oh, toll. Mensch, das ist ja eine gute Idee. Da bleibt uns wohl nicht viel übrig. Na schön. Tja, Devet, dann wirst du wohl meine Klinge zu spüren bekommen. Na los. Komm schon. Ah, toll. Das war's mit ihm. Ich muss mal kurz ausweichen. Geralt lässt sich mal wieder besonders viel Zeit. So. Devet ist als letzter dran. Verräter. Na los. Komm schon. Er kann sich gar nicht mal mehr zur Wehr setzen. Komm schon. Der hält aber einiges aus. Das muss man ihm lassen. Und das war's. Tja, Freundchen. Süße Rache wurde aktualisiert. Moment, erstmal. Haben wir etwas zu essen? Ich habe mir ja nichts geholt. Ach, verdammt nochmal. Okay, egal. Erstmal überprüfen. Wenn ich König Voltres das nächste Mal treffe, werde ich ihm von Devets Verrat berichten. Der Weg ist frei. Ich kann jetzt zum alten Herrenhaus, dem geheimen Stützpunkt der Salamandra. Wenn ich nur was zu essen hätte. Büschelkraut. Toll. Boah, das ist echt ärgerlich. Egal, wir speichern. Okay. Und ich muss hier hin. Das sieht ehrlich gesagt nach einem ziemlichen Labyrinth aus. Boah, nee, die komischen Wodja-Null-Priester. Okay, sehen wir mal. Sind hier Lagerfeuer? Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Ich weiß jetzt eben nicht, wie wir zum Herrenhaus kommen. Oh, Leichnam. Und etwas zu essen. Diamantenstaub, gerne. Was ist das hier? Rune der Erde. Okay, ein Brot. Wen haben wir denn hier? Maskierter Krieger. Na schön. Was sind diese ganzen Mistviecher hier? Können wir hier lang gehen? Seeufer. Aber ist doch ganz schön idyllisch hier. Ah ja, hier kommen wir sogar nach oben. Nein. Wer ist das? Na, sehen wir mal. Seid gegrüßt, Geralt. Habt ihr Ryla getroffen? Eine einzigartige Verwandlung gab ihr das Geschenk des Lebens. Geralt. Eine einzigartige Verwandlung? Das Geschenk des Lebens? Diesen versklavten Haufen Blut und Muskeln nennt ihr lebendig? Besser als lebendig. Perfekt. Das findet ihr noch früh genug heraus. Das war euer Experiment?
Ihr seid jämmerlich. Weiler, Liebes, du duldest doch nicht, dass dieser Bastard deinen Gebieter beleidigt. Geralt. Das ist etwas beängstigend. Na, Schätzchen. Komm schon. Au. Au. Los, Geralt. Ich sehe nicht sehr gut, wie man gerade sieht. Boah, was ist denn los mit den Leuten? Was machen die denn hier für Experimente? Geralt, komm schon. Komm schon, Geralt. Das war's. Oh. Ja, gute Arbeit, nicht wahr? Wow. Etwas zu essen. Absud Raffatz des Weißen. Regeneriert. Augenblicklich ein paar verlorene Vitalitätspunkte. Ach, das ist schön. Okay, aber erstmal etwas essen. Und dann mittlerer Alkoholgehalt. Nehmen wir den hier mal. Ach, sehr schön. Viel besser. Dann weiter zum Herrenhaus. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich die restlichen Salamander hier auslöschen. Bäh. Ach, der ist betäubt. Na toll. Ihn, komm, Geralt. Sehr schön. Okay, da hat er sich eben nochmal das Spiel verabschiedet. Natürlich. So, komm schon, Freundchen. Ich glaube, ich muss hier auf die andere Waffe zurückgreifen. Und auf die schweren Angriffe. Na los, Geralt. Okay, da hinten haben wir auch noch einen. Oh, sehr schön. Ich glaube, das hat gesessen. So, Überreste. Ja, also wie ihr merkt, das Spiel ist doch schon sehr absturzfreudig. Was hat er hier dabei? Okay, gut. Dann Waffen wechseln. Ja, Geralt. Also manchmal lässt er sich... Geralt, bitte, wechsel deine Waffe. Also manchmal, so. Na, das war's schon. Okay. Wunderschön. Ach, hier ist sogar ein Lagerfeuer. Der hat der mich schon gesehen? Irgendwie nicht wirklich. Ja, ich gehe mal ans Lagerfeuer hier. Und das war es mit ihm. Das war die Kehle. Okay, und wir müssen nur noch in das alte Herrenhaus. Feuerstelle. Für eine Stunde. Ich glaube, wirklich viele Zutaten haben wir jetzt in letzter Zeit auch nicht erhalten. Frauenträne, Geisteröl, Katze. Ja. Waldkauz. Was macht Weide? Weiße Möwe. Ja, machen wir mal Waldkauz. Okay. Wir meditieren. Gut. Und gehen direkt weiter. Na los, Geralt. Keine Zeit verlieren. Wir haben ja nicht mehr viel vor uns. Wunderschön. Naja, wenn sich Geralt nicht immer so viel Zeit lassen würde, dann könnte man auch direkt zwei damit erledigen. Oh, okay, schön. Gut,